So, Jungs, IQ nahe, Radio Anschluss. Ich heiße Guido und ich arbeite hier im Cebulon. Ja, Cebulon beschreiben kurz ist ein bisschen schwierig. Cebulon ist so ziemlich die verrückteste Kneipe, die ich hier so in Bonn kenne. Und bevor es dieses mehr oder weniger Victoria-Carré gab, gab es das Cebulon mehr oder weniger schon. Und das ist halt auch das Verrückte. Also es gibt so viele Leute, die das Cebulon schon kennen. Ach, sie rennen dran vorbei. Oh Gott, da bin ich ja schon damals als Student hingegangen. Unglaublich, ja. Und das macht so den Charme aus. Ein bisschen alt, aber wir sind immer noch da und wird es immer geben. Ich bin nach Bonn gezogen, habe meine Ausbildung tatsächlich gemacht und bin dann nach der Ausbildung direkt hier nebenan eingezogen und suchte halt auch einen Job. Und dann habe ich halt hier relativ schnell im Cebulon angefangen. Das war halt ganz witzig. Ich arbeite seit 2000 hier, seit 17 Jahren jetzt. Ja, das Viertel hat sich auf jeden Fall in der Zeit, wo ich hier bin, auf jeden Fall sehr verändert. Ja, am Anfang gab es halt überhaupt keine Gastronomie in dem Sinne drumherum, dass es, wie gesagt, das gab es Café Blau, dann gab es vielleicht auf der anderen Seite noch das Blow-Up und da gab es auch keine Kioske oder sowas. Da gab's, das war halt eher ein ziemlich lahmes Viertel, man musste sich schon vornehmen, hier hinzukommen. Ja, und das war auch immer so ein bisschen das Problem fürs Thema, das war jetzt nicht die Altstadt oder so. Und dann kam halt immer mehr dazu, dann gab es halt irgendwann die Sushi-Bar. Dann gab es irgendwann, der Sergio hat hinten seinen Kiosk aufgemacht, da war schon mehr Leben hier in der Gegend. Ja, und dann kam immer mehr. Ne? Dann kamen Dönerbuden haben gewechselt, dann aus den Dönerbuden wurden Burgerbuden, jetzt hier um die Ecke dann mit den Suppenland. Es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dadurch hat man auch viel mehr Volk hier. Ne? Ist total gut. Ja, bei der Fiesta Victoria kann halt jeder. Kann jeder und es macht auch jeder was, um sich selber halt. Mal so ein bisschen zu verwirklichen, ja. In einem Kiosk eine Lesung zu halten, ja, ist doch verrückt. Ja, so, und sowas muss sein, ja, dass die Leute hier hinkommen, dass die Leute sehen, dass hier was passiert. Ich meine, es ist ja was passiert. Ja. Es macht Spaß, hier zu sitzen. Selbst mal, das hier ist der hässlichste Biergarten vielleicht in ganz Bonn, aber es ist schön, hier mit den Leuten einfach dann auch, und zum ersten Mal passiert es auch wirklich bei Sonnenschein. Ja. Sonst war es immer arschkalt und jetzt wird das, glaube ich, ein mega Straßenfest. Das ist super. Im Moment sehe ich da die Zukunft schon wieder ein bisschen positiver, dadurch, dass jetzt schon wieder neue Läden aufgemacht haben und wieder neue Verträge bekommen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein bisschen schön Wetter machen von der Signa ist, aber es ist ja erstmal positiv, dass jetzt dieser Leerstand erstmal so ein bisschen behoben wurde. Ob es langfristig dann was bringt, weiß ich nicht, glaube ich. Ja, zum Thema Nachhaltigkeit. Sie könnten einfach Dinge peu à peu fertig machen. Sie könnten jetzt mal anfangen, hier diese Tiefgarage, dass das jetzt irgendwie irgendwann fertig ist, dann ist das hier auch keine Baustelle mehr. Dann hat man hier vorne einfach schon mal ein schönes Bild wieder, dann entwickelt sich das von selber. Ja? Und im nächsten Schritt könnten sie halt mal hergehen und den blöden Innenhof mal aufmotzen. Also wenn ich einen Wunsch hätte für die Zukunft dieses Viertel, dann würde ich mir wünschen, dass die Signa vielleicht tatsächlich irgendwann mal ein Einsehen hat und sagt, hey, was sollen wir hier eigentlich groß verändern? Sollen doch alle mal dann wirklich, wenn da mal alles fertig ist, sollen sie doch alle mal drauf schauen, wie schön das ist. Und dann kommt die Stadt Bonn mit Sicherheit auf ein Einsehen und vielleicht irgendwie auch die Signa auch. Und dass sie irgendwann mal sagen, komm, Haken dran, wir kaufen es nicht, lass den Leuten doch einfach das, was wir haben wollen.